Ein geöffneter Motor, ja, so sieht er aus. Ja, es muss nicht immer ganz so schlimm sein, wenn der EcoBoost mal geöffnet wird. Hier ist der Marc Stautig. Grüß dich, Marc. Hallo Sven. Ja, du bist bei Ford Bunk beschäftigt und hast was ganz Tolles in der Hand. Das wollen wir heute mal vorstellen. Das ist nämlich ein iPod Touch. Halt's mal kurz hoch. Und wenn du es mal kurz anmachst, da ist eine spezielle Software von Ford drauf, richtig? Ganz genau. So, mit der Software kannst du Menschen, zum Beispiel zu Hause, die ihr Auto ja abgegeben haben zum Service, bestimmte Dinge zeigen, die sie, ich sag mal, sehen können, und sie müssen nicht extra nochmal herkommen, wenn ihr irgendwas gefunden habt. Das ist korrekt. Wir haben mit diesem Instrument die Möglichkeit, ein Video vom Kundenfahrzeug aufzunehmen, dieses dann dem Kunden per SMS oder E-Mail zuzusenden, worüber der Kunde dann einen Überblick von seinem Fahrzeugzustand oder anfällige Reparaturen erhält. Es geht ja auch darum, jetzt sagt ihr zum Beispiel, ja, die Bremsen sind runter. Das ist so das beliebte Thema, die Bremsscheiben müssen neu gemacht werden und so weiter. Ja. Dann könnt ihr das den Leuten richtig zeigen auf dem Video, richtig? Richtig, wir haben da Hilfswerkzeuge, mit denen man halt auch das Ganze nochmal besser darstellen kann, wo der Kunde wirklich sieht, dass die Bremsen die Verschleißgrenze erreicht haben oder halt die Bremsscheibendicke nicht mehr ausreichend ist. Super. Wir gehen jetzt mal ein Auto holen bei euch. Ihr habt ein ganz großes Lager für Fahrzeuge, eine Parkgarage, und da haben wir ein Auto vorbereitet, das gehen wir jetzt mal abholen. Ja? Vielleicht kurz vorab, du bist schon ziemlich lange bei Bunk? Ja, ich bin seit 10 Jahren im Autohaus tätig, habe zuvor meine Ausbildung auch hier absolviert, danach in der Werkstatt gearbeitet, Weiterbildung zum Servicetechniker. Dann danach geprüfter Automobilserviceberater und seit 2017 nun als Serviceberater tätig. Okay, das heißt, auch in der Jugend hast du schon geschraubt? Ja, am begonnen mit dem Roller und dann halt über die Fahrzeuge halt. Alles klar, ja. Bleib dran, bis gleich. Wir holen das Auto. Das heißt, der Kunde hat jetzt das Auto abgegeben und ihr stellt etwas fest, oder wann kommt das Gerät zum Einsatz üblicherweise? Gibt es mehrere Punkte. Zum Beispiel ist es ja im Regelfall so, dass der Servicekunde sein Fahrzeug morgens bei uns abgibt oder nachmittags. Wir gemeinsam einen Reparaturauftrag erstellen. Vorher dazu das Fahrzeug auf die Direktannahmebühne fahren, mit dem Fahrzeug eine Begutachtung des Fahrzeugzustands übernehmen. Und wenn dann irgendwelche Reparaturen sind, kann man das direkt mit dem Kunden besprechen. Oft ist es doch jedoch so, dass Kunden das Fahrzeug per Nachtannahme abgeben. Somit hat man nicht die Möglichkeit, eine Direktannahme durchzuführen. Also Nachtannahme heißt, der schmeißt einfach einen Schlüssel ein, da habt ihr einen Briefkasten? Genau, wir haben einen Briefkasten, wo er 24 Stunden den Schlüssel einwerfen kann, auf ein Kuvert draufschreibt, was er am Fahrzeug durchgeführt werden soll. Und dann hat man halt schlecht die Möglichkeit, mit dem Kunden eine Direktannahme durchzuführen. In diesem Fall nehmen wir morgens dann das Fahrzeug in Empfang. Fahren es auf die Direktannahmebühne, machen einen kleinen Videocheck, dass der Kunde zuerst einmal einen Überblick von seinem Fahrzeugzustand erhält. Und wenn dann Reparaturen fällig sind, kann man diese auch nochmal genau darstellen und dem Kunden per SMS oder Mail zuschicken. Okay, das heißt, er kriegt eine Mail und da ist der Film dann drin, quasi in einem Link? Genau, da ist ein Link, wo er drauf drückt. Da wird das Fahrzeug gezeigt, da wird genauer beschrieben, was die Beanstandung von uns ist oder was für einen Fehler das Fahrzeug hat. Wir haben auch die Möglichkeit, einen Kostenvoranschlag direkt an dieses Video anzuhängen. Und wenn der Kunde wünscht, dass die Reparatur durchgeführt werden soll, kann er diese auch direkt über diese Funktion bestätigen. Cool. Also das ist das Gerät. Du hast auch die Möglichkeit, was zu sagen. Da ist ein Mikro dran. Die Vorgehensweise ist so, dass ich mich erstmal vorstelle mit meinem Namen, weil der Kunde weiß ja, wenn er das Auto abgegeben hat über Nachtannahme, nicht, wer morgens sein Fahrzeug entgegengenommen wird. Und somit stelle ich mich halt erstmal vor. Dann filme ich kurz einmal über das Fahrzeug drüber und sag dann halt ein paar Sachen, was vielleicht auffällig ist oder halt auch was in Ordnung ist, dass der Kunde nicht unbedingt im Raum stehen gelassen wird mit Fragen. Jetzt mal eine Frage, ihr macht das bei jedem Auto so oder ist das vorher mit dem Kunden vereinbart? Es ist halt so, bei Kunden, wo eine Datenschutzerklärung vorliegt, da haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu machen, weil er damit seine Einwilligung abgegeben hat. Bei Neukunden ist es halt recht schwierig, da wir die nicht haben. Es kommt auch immer darauf an, wenn ein Fahrzeug wirklich in einem Picobello-Zustand ist, erste Inspektion, ja. Ist das nicht nötig. Wird in der Regel, sage ich mal, nicht unbedingt ein Video gedreht.
höchstens dann bei phasischer Auslieferung, dass der Kunde Bescheid weiß, sein Fahrzeug ist abholbereit. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Aber die Regel, dass es bei jedem Fahrzeug durchgeführt wird, ist es nicht. Super. Ja, es wird auch hier gearbeitet. So, es fängt denn an. Jetzt nehmen wir mal hier das Auto. Das ist jetzt ein eigenes Auto von euch, was ihr im Moment hier stehen habt. Das heißt, ein Leihwagen, den ihr den Kunden auch mitgeben könnt. Ihr habt unglaublich viele Leihwagen. Wenn einer mal mobil sein möchte, hat er die Möglichkeit, ein Auto von euch zu kriegen. Das ist korrekt. Wir versuchen natürlich immer stets, unsere Kunden mobil zu halten, um den Werkstattaufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das ist jetzt einer von unseren Vorführwagen, ein Ford Focus Active. Allrounder. So, das heißt, du machst das Ding an und dann? Genau. Ich starte den Bildschirm. Dann ist hier ein Button, wo ich dann halt auf dieses Kamerasymbol drücke. Und dann kann ich schon die Aufnahme starten. Okay, bitte. Jetzt, wenn du einfach mal so tust, als wärst du jetzt beim Kunden, ich bin jetzt einfach mal weg und schau dir mal die Schulter, okay? Okay. Schönen guten Tag, Herr Müller. Mein Name ist Marc Staudt. Ich bin heute Ihr zuständiger Serviceberater am Ford Auto aus Punkt Völklingen. Da Sie heute Morgen Ihr Fahrzeug per Nachtannahme abgegeben haben und nicht die Möglichkeit hatten, mit mir gemeinsam eine Direktannahme durchzuführen, wollte ich Ihnen einen kurzen Überblick von Ihrem Fahrzeugzustand per Video schicken. Hier sehen wir den Motor von oben. Der Kühlmittelstand befindet sich genau auf der Maximummarkierung. Bremsflüssigkeit ist ebenfalls auf dem korrekten Stand. Ansonsten kann man feststellen, dass alle Leitungen korrekt positioniert sind und keine Marderspuren oder sonstiges zu sehen sind. Als nächstes würde ich das Fahrzeug einmal anheben, um mir die Reifen und die Bremsen zu begutachten. Wie ist so die Reaktion von den Kunden? Die ist schon begeisternd, oder? Die Reaktion ist phänomenal. Jeder Kunde, der ein Video erhält, ist begeistert. Vor allem gerade was Folgereparaturen angeht, macht natürlich den Service nochmal ein gutes Stück transparenter. Ja, ist ein wirklich super Instrument. So, dann machen wir weiter, ich störe dich nicht. Genau, wir hätten dann einmal die Möglichkeit, mit einer Lehre die Bremsbelagstärke dem Kunden zu zeigen. Grün ist natürlich in Ordnung, gelb grenzwertig, rot muss erneuert werden. In diesem Fall ist ein neues Fahrzeug. Dann kann ich jetzt hier mit dieser Lehre genau sehen, dass die Bremsbelagstärke. Warte, ich zeig das mal gerade, dass man das mal sieht. Moment, ich muss gerade gucken. Und das wäre dann quasi auch ein Video mit drauf. Das heißt, der Kunde kann das sehen. Moment. Geht das so? Da ist es, jetzt sehe ich es. Ah, cool. Das heißt, der Kunde kann es sehen, direkt auf dem Video. Genau. Er kann jetzt sehen, dass die Bremsbelagstärke absolut in Ordnung ist. Dann als nächstes würde ich noch die Profiltiefe messen. Dazu haben wir ein digitales Messinstrument. Und auch das kann der Kunde dann sehen am Video? Genau, das kann er ebenfalls. Das ist fast so wie Fieber messen. Genau. 6,66. Richtig. Ist das okay? Ja, ein neuer Reifen hat ca. 8 bis 8,5 mm und das ist absolut in Ordnung. Das Ganze mache ich natürlich jetzt an jedem Rad, ne? Weil natürlich fahren sich die Reifen unterschiedlich ab, also vorne wie hinten, sowie die Bremsbeläge. Aber ich denke, das ist soweit verständlich. Und die Dauer von so einem Video, wie lang ist die Dauer ungefähr von dem Kunden? So 10 Minuten? Nee, es kommt drauf an. Also normalerweise kann ein Video bei einer Direktannahme, dauert es schon mal länger. Aber wenn jetzt eine Reparatur anfällt, wo einfach der Kunde nochmal veranschaulicht bekommen soll, das ist natürlich in ein paar Minuten abgedreht. Ne? Cool. Ja, dann wird das Fahrzeug noch einmal etwas höher. Genau, einmal nach oben fahren und wird man das Fahrzeug von unten begutachten.
Ist ja wahrscheinlich unspektakulär, der ist ja neu, oder? Aber man sieht da schon einiges manchmal, oder? Wenn jemand drüber gefahren ist über einen Stein oder so? Ja, unspektakulär für die einen, für die anderen sagen sie, ich habe noch nie ein Fahrzeug von unten gesehen. Okay, wir schauen jetzt mal drunter. Von daher. So, du hast noch Licht dabei? Genau. So, hier im vorderen Bereich ist erstmal nicht viel zu sehen, weil dann noch ein Unterfahrschutz drunter ist. Aber dann halt wichtige Sachen wie zum Beispiel Antriebswellenmanschetten, dass die in Ordnung sind, dass keine äußerlichen Beschädigungen vorliegen. Das ist alles soweit in Ordnung. Die Manschette, ich zeig's dir mal gerade. Das ist das Gummibauteil dort. Genau, die Antriebswellenmanschette ist hier dieser Schutz. Okay. So, dann ansonsten gucken wir uns gerade von hinten einmal auf den Motor, ob da irgendwelche Undichtigkeiten oder sowas bestehen. Abgasanlage wird kontrolliert, dass die richtig befestigt ist. Die sieht aus wie neu. Die ist auch neu. Ja, ansonsten wird der Unterboden auf Beschädigungen kontrolliert. Achskomponenten, Schläuche. Ja, das sind so die typischen Sachen, die mal kaputt gehen können, oder? Ja, beim Neufahrzeug eher weniger die Regel, aber klar, es kann immer mal was ausschlagen oder halt ein Unterboden beschädigt sein. Ja, ansonsten wäre dann der Überblick soweit fertig. Okay, das heißt, du moderierst das dann auch in dem Video richtig? Genau. Du sagst dann, wir sind gerade da und da, wir gucken jetzt hier. Genau, ich erkläre ihm genau, was an dem Fahrzeug, was ich gerade prüfe, die Federung, wie ich eben schon gesagt habe, die Abgasanlage auf richtige Befestigung und Zustand. Ja, das sind so die Erläuterungen bei dem Video an sich. Jetzt von unten quasi? Genau. So, was ist normalerweise auch noch zu testen? Licht? Beleuchtungseinrichtung, das wäre normalerweise bei der Direktannahme auch zu testen, klar. Mhm. Genauso wie Verbandsmaterial, Wischerzustand, nur das würde halt den Rahmen vom Video, sag ich mal, sprengen. Wenn jetzt wirklich ein Wischerblatt schmieren würde oder defekt wäre, klar. Ja, dann passt es nicht drauf, klar. Dann, das wird normal ersetzt. Ja. Nee, das wird auch nicht normal ersetzt. Das würde ich dann dem Kunden auch aufnehmen. Aber wenn alles in Ordnung ist, würde ich das jetzt nicht extra nochmal ins Video aufnehmen, weil sonst würde das, wie gesagt, den zeitlichen Rahmen von diesem Video einfach sprengen. Das heißt, auch vorne, das wäre es jetzt im Grunde genommen jetzt erstmal. Gibt es Ihnen noch was zu berichten manchmal? Eher nicht? Eher weniger. Also vielleicht, wenn die Ölserviceleuchte an ist, dass der Kunde nochmal darauf hingewiesen wird, dass auch ein Ölwechsel fällig ist oder eine Inspektion. Aber ansonsten im Innenraum eher weniger. Wenn ihr jetzt was feststellt, was die Elektronik betrifft, das heißt, wo das Steuergerät irgendwas anzeigt, wie geht ihr da vor an dem Videocheck? Ist im Prinzip genau das gleiche wie eine Erweiterungsreparatur. Der Kunde bekommt das Video geschickt mit der Beanstandung, was halt uns aufgefallen ist, und bitten dann halt auch, egal ob das ein Garantieauftrag ist oder ein Auftrag, der Kunden zahlen müsste, wird dann halt auch um Freigabe gebeten, ne, dass wir überhaupt was dran machen dürfen. Okay, das heißt also, ihr zeigt aber auch mal den Computer oder den Fehlercode dann beim Kunden. Das heißt, ihr lest den aus, wenn also ihr das seht. Ihr seht das wahrscheinlich am Rechner dann, oder? Wenn da irgendwas dran ist, wie zum Beispiel Lambda-Sonde-Defekt oder irgendwas genau, anderes. Haben wir ein Diagnosegerät oder mehrere Diagnosegeräte, wo wir dann den Fehlerspeicher auslesen und dann den Fehler erst einmal eingrenzen können. Wird aber in der Regel jetzt nicht dem Kunden unbedingt gezeigt, sondern erst dann, wenn ich die Ursache zum Beispiel habe, dann kann ich dem Kunden nochmal veranschaulichen, was genau der Defekt war, was diese Störung hervorgerufen hat. Okay, also nochmal zusammenfasst. Der Kunde kriegt anschließend dann ein Video zugeschickt. Das ist auch ein Link mit drin. Da ist so eine praktische Oberfläche mit drin. Haben wir die Möglichkeit, dass du dir das Video selber mal schickst, dass wir das mal sehen können, was du gerade aufgezeichnet hast, den Anfang? Ist das möglich? Klar, können wir gerne machen. Okay, dann machen wir das mal. Dann schauen wir uns das gleich mal am Rechner an, wie das Ganze aussieht. Ich kann auch nochmal gleich zeigen. Ja, zeig mal. Wie das hier im Endeffekt aussieht. Ich kann mir jetzt einmal das Video ansehen, ob das so in Ordnung ist für mich. Okay. Wenn nicht, müsste ich es halt nochmal neu drehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist okay. Dann bestätige ich das Ganze. Gebe hier die Fahrzeugkennung ein. So, das ist drin. Genau, dann hätte ich nochmal die einzelnen Punkte. Zusätzliche Arbeit, Allgemeines, was ich dem Kunden mitteilen möchte. Inspektionsumfang, was bei der Inspektion vielleicht noch festgestellt wurde, was gemacht werden soll, oder ebenfalls auch, wenn eine Reparatur abgeschlossen wird, dass man dann dem Kunden das Ganze mitteilt. In dem Fall mache ich jetzt einfach mal allgemein. Dann kann ich hier den Mechaniker auswählen.
Ach so, die sind schon alle drin. Genau, in dem Fall wähle ich mich jetzt selbst aus und so wie der Serviceberater. Dann wähle ich den Kundennamen aus. Okay, das heißt, du kannst das direkt aus dem System an den Kunden schicken, also aus diesem kleinen Gerät. Ich werde das jetzt auf meinen Rechner schicken, werde es da nochmal bearbeiten, weil dann habe ich auch gegebenenfalls die Möglichkeit, einen Kostenvoranschlag anzufügen und dann wird es von da aus wird's an den Kunden versendet. Da ist das Apple-Gerät. Damit hat er es aufgenommen. Ja, der Marc staut und schon ist es in seinem Rechner. Wir haben jetzt mal einen Dummy-Kunden angelegt. Hallo, Herr Bunk steht hier mit dem VK BU91, dem Vorführwagen von euch. Und da sind jetzt alle Informationen. Und da ist schon das Video, richtig? Ganz genau. Genau, starte mal bitte. So, und das ist praktisch auch das Portal, was später der Kunde so oder so ähnlich sieht. Genau so wird das dem Kunden dargestellt. So, ich gehe mal kurz auf deine Seite. Ist das Licht nicht so ganz im Weg? Ich komme etwas näher ran. Und da ist auch der Ton mit drauf, das heißt das externe Mikro? Genau. Der Ton, was ich besprochen habe, wird auch wiedergegeben. Bei mir kann es jetzt leider hier nicht funktionieren, weil ich Kopfhörer angeschlossen habe. Aber ansonsten kann der Kunde das hören, was ich gesagt habe. Genau, das ist komplett mit drauf. Das heißt, du zeigst dann auch immer drauf, das ist sein Auto. Ist ja allein schon spannend, weil es sein Auto ist, oder? Das heißt, also viele Kunden haben ja eine ganz persönliche Beziehung zu ihrem Auto, oder? Ja, des Deutschen liebst, das ist das Fahrzeug, ne? So, da siehst du das jetzt. Das ist so der übliche Weg, das heißt so eine Länge von, wie lang ist das Video jetzt ungefähr? Das ist jetzt 4,5 Minuten. Mhm. Ne? Kann aber auch schon mal 10 Minuten sein. Je nachdem, wie umfangreich das Ganze ist, kann es natürlich auch schon mal länger dauern. Aber so der Schnitt für eine Annahme, das passt. Wie ist so die Reaktion, wenn jetzt größere Sachen sind, die ihr denn nochmal zeigt? Also es kann ja mal sein, dass jetzt zum Beispiel ein Kunde kommt, der hat jetzt mal eine größere Reparatur. Was zum Beispiel größer? Mal eine Kupplung defekt. Gibt es das überhaupt noch heutzutage? Klar, eine Kupplung ist ein Verschleißteil, kann natürlich auch mal defekt sein, aber bei einer Kupplung ist es doch eher so, dass der Kunde dies beanstandet. Wo er merkt, genau. Klasse. Also das ist für euch ein wesentlicher Faktor. Ihr könnt ganz schnell reagieren und die Kunden können dann in der E-Mail, die kriegen eine E-Mail, dann auch die Reparaturen freigeben. Genau, das kann ich auch nochmal zeigen. Ja. So wird es, wie gesagt, dem Kunden dargestellt. Nachdem er sich das Video angesehen hat, kann er weiter nach unten scrollen. Und dann steht jetzt hier zum Beispiel, habe ich auch nur mal die Bremsbeläge. Warte mal, ich komme mal kurz auf deine Seite, ja. Habe ich jetzt beispielhaft die Bremsbeläge der Vorderachse ausgewählt, wo man auch hier sieht, optisch okay, empfohlen, dringend oder nicht überprüft. Dann habe ich Bremsbeläge vorne mit dem Preis. Den kann den Kunde jetzt anklicken. Dann das ist ein Beispiel. Genau, das ist ein Beispiel. Dann kann der Kunde anklicken. Das wird dann in den Warenkorb geschoben. Hier also nicht, dass einer denkt, die Bremsbeläge vorne, wenn es 160 Euro kosten, das ist jetzt ein Dummy. Das ist jetzt nur einfach ein Beispiel. Ja, du kennst doch die Leute, die sagen, oh, ist doch mal teuer, die Bremsbeläge. Nee, das ist jetzt irgendein Preis, den du reingeschrieben hast. Genau, richtig. Genau. Dann nochmal vermerkt, Bremsbeläge der Vorderachse haben die Abfahrgrenze erreicht. Okay. Der Kunde hat dann auch nochmal die Möglichkeit, hier unten einen Kommentar beizufügen. Und wenn er auf diesen Button hinzufügen klickt, dann bestätigt er uns damit die Freigabe der Reparatur. Gut, also üblicherweise war das ja so, ihr hattet ja nicht nur das Problem, dass ihr dann den Kunden telefonisch anrufen müsst, sondern ihr müsst ihn auch erstmal erreichen. Das ist ja oft ein Problem. Der ist auf der Arbeit, das heißt, der kriegt dann im Posteingang die Mail, der kann die dann abrufen, wann er Zeit hat und muss nicht warten, wann ihr irgendwann mal anruft. Ganz genau. Wie gesagt, er hat die Möglichkeit, entweder das Ganze per Mail oder halt auch per SMS zu bekommen und dann, wenn er Zeit hat, kann er sich das Video ansehen und uns die Freigabe erteilen. Genau, als das Ganze kam, da warst du wahrscheinlich erstmal skeptisch, hast gedacht, ob das die Leute akzeptieren, aber wie ist jetzt die Erfahrung? Die Erfahrung ist durchweg eigentlich positiv, weil es uns nochmal transparenter macht im Service und auch als modernes Autohaus zeigt. Also Kunden sind eigentlich begeistert. Ab und zu kommen ja mal Leute von Ford, das heißt, die bringen euch Autos auch mal in den Service, wo ihr dann auch eine Annahme macht. Und ihr werdet dann quasi auch gecheckt, ob ihr alles durchgeht. Ja? Das heißt, also du musst ja auch Kleinigkeiten durchgehen. Du hast wahrscheinlich für jedes Auto eine Checkliste, die entsprechend abzuarbeiten ist. Ja, es gibt eine allgemeine Checkliste, die Direktannahme-Checkliste bei einer Inspektion, wo halt abzuarbeiten ist. Und da ist auch hier unten drauf vermerkt, Teilnahme, Ford-Videocheck, ja oder nein. Das kann der Kunde dann mit Ja oder Nein
beantworten. Und wenn dann eine Folgereparatur entstehen sollte, dann haben wir auch die Möglichkeit, ihm ein Video zu schicken. Okay, das heißt aber, wenn ihr Fahrzeuge kriegt, ihr habt eine Checkliste nochmal im Service. Die gehen Stück für Stück alles durch. Da werden ja zum Beispiel, wenn jetzt irgendeine Zeitschrift testet oder Ford selber, die haben dann irgendwelche Mängel versteckt. Das sind oft nur Kleinigkeiten. Da ist mal, ein Schraubverschluss locker oder auch mal ein Scheibenwischergummi ist eingerissen und so weiter. Das geht ja alles Schritt für Schritt durch. Genau. Zu Beginn erstmal, wie gesagt, bei der Direktannahme-Checkliste, die wird abgearbeitet. Da sind schon viele Punkte oder Kriterien, die auch bei den Tests geprüft werden, vorhanden. Und anschließend durchläuft das Fahrzeug ja seinen normalen Werkstattaufenthalt, wo halt auch nochmal eine Checkliste natürlich im viel größeren Umfang besteht. Und da wird auch nochmal alles geprüft. Ja, vielen, vielen Dank. Heute haben wir viel gelernt. Videocheck machen mittlerweile auch, muss man sagen, andere Hersteller. Die haben sich das abgeguckt. Ihr macht das relativ lange schon, oder? Ja, schon 3 Jahre, würde ich sagen, sind wir schon mit dem Videocheck beschäftigt. Und so am Tag, wie viele Videos drehst du am Tag? Kommt immer drauf an, Ungefähr 2, 4? Ja, so in Dreh 2, 3 eher in dem Schnitt. Okay, das heißt, du machst das rund 300 Tage im Jahr mal 3. Das heißt, du machst so zwischen 800 und 1000 Videos im Jahr, je nachdem. Kommen schon ein paar Stück zusammen, richtig. Sehr, sehr schön. Marc Staudt, vielen, vielen Dank für deinen Einblick erstmal in deinen Arbeitsplatz. Du sitzt hier vorne. Ich zeige mal gerade, dass man sich orientieren kann. Da vorne ist der Eingang. Da vorne ist auch die Annahme. Und ja, hier sitzt der Marc Staudt und das ganze Team. Ja, vielen Dank, Marc. Tschüss. Ja, tschüss.